Hallo und herzlich willkommen zurück bei Deponia. Tja, wir sind jetzt von Tonys Haus weggekommen, so mehr oder weniger schlecht als recht. Und jetzt stehen wir hier vor diesen Mülleimern, nenne ich sie mal. Und bräuchten jetzt eigentlich doch mal einen Seitenschneider, um hier die Luke aufzukriegen. Aber na gut, der ist ja so nutzlos, Rufus, nicht wahr? Alles, was wir haben, ist unser Proviant und die Socken. Ich glaube kaum, dass wir die Socken benutzen können, um die Zahnräder aufzuhalten, oder? Da sind schon genug Ölflecken drauf. Ah, okay. Dann vielleicht doch der Proviant. Eine Wasabi-Nuss da reinstecken, das könnte vielleicht doch helfen. Aha! Der Wartungsarm? Können wir den... Oh! Hey, ganz schön aggressiv das Ding. Solange er aktiv ist, kriege ich ihn nie zu fassen. Solange er aktiv ist, ne? Ich meine, wir können irgendwas machen, während die herumhantiert. Vielleicht irgendwie die Luke irgendwie aufhalten oder so, ne? Probieren wir es nochmal. Wir haben ja genug diese Nüsse da drin. So, können wir die Klappe irgendwie... Ihre Form erinnert mich an etwas. Die Form? Ja, keine Ahnung. Obwohl... Wenn man es aus... Ah, okay. Ich habe den Blickwinkel jetzt mal kurz verändert. Von mir selber... Ah, das Ding sieht aus wie ein Fuß. Socke drauf. Vielleicht geht's noch, ne? Ah! Okay, das hat geklappt. Die Klappe mit Socke. Jetzt kriegen wir den Wartungsarm. Okay. Machen wir das Ding wieder zu. Wir sind ja rücksichtsvoll. Aber die Socke können wir nicht wieder mitnehmen. Jetzt haben wir den Roboterarm. Auf einmal sind wir nicht mehr so stark, was? Der Roboterarm, die Luke? Aha! Oh, da ist die Goal. Das ist unfassbar! Das kann einfach nicht sein! Ich glaube, mir wird schwindelig. Oh oh. Nicht schwindelfrei, Fräulein Goal? Sie hätten in ihrer Kabine bleiben sollen. Oh oh. Es war sehr dumm von Ihnen, sich den Anordnungen zu widersetzen. Was geht hier vor, Amtmann? Wussten Sie etwa hiervon? Einen Moment. Sie wussten alle davon, nicht wahr? Ganz Organon steckt damit drin. Dachten Sie wirklich, Sie könnten das hier für sich behalten? Warten Sie, bis ich Cletus davon erzählt habe. Sie werden gar nichts erzählen. Sie werden hier schön brav warten, bis der Oberkontrollrat eingetroffen ist. Und dann? Ich bin Elysianerin, keine von seinen Schreibtischmarionetten. Wie will er mich zum Schweigen bringen? Warten Sie es doch ab. Ich will Ihnen doch nicht die Spannung verderben. Sabalot, eine echte Orbit-Elfe. Die wird mir ganz schön dankbar sein, wenn ich sie erst einmal aus den Klauen des finsteren Fiskus gerettet habe. Also los. Rufus to the rescue. Okay. Goal retten. So wie ich dich kenne, Rufus, wirst du es eh wieder versauen. Aber, naja. Die Luke. Ah, können wir jetzt rein. Einen Schritt näher und das Gemetzel beginnt. Ja, mit denen reden ist nicht. Sie ist echt heiß. Sie passt zu mir. Ja, aber du nicht zu ihr. Sie ist echt heiß. Sie passt zu mir. Okay. Die stehen jetzt hier direkt über den grünen Band. Vielleicht kommen wir mit der Luke. Ah, okay. Gut, wir nehmen mal den rechten Hebel zurück. Er rührt sich nicht. Was? Der linke? Aha! Nehmt das! Nein, nicht! Ah. Was ist das? Oh! Oh, scheiße. Das war dann wohl der falsche Hebel. Du verdammter Idiot! Du wagst es allen Ernstes, dich in die Pläne des Organon einzumischen?
Los, werft ihn über Bord! Das war jetzt keine Absicht. Dafür müsstet ihr mich wohl erstmal schnappen, oder? Aber dafür bin ich eine Spur zu flink. Piu, piu, tschat, tschat, tschat. Erst bin ich hier, dann bin ich weg. Hier, weg. Rufus. Trott. Oh, scheiße. Das wollte ich jetzt mit Gore eigentlich nicht machen. Oh. Aua. Ugh, wo ist er denn so jetzt? So nah dran, aber nein. Kaum sehe ich eine schöne Frau in Not und schon bam. Ach, was soll ich machen? Ich bin einfach ein unverbesserlicher Gutmensch. Ist klar, Rufus. Du und ein Gutmensch. Ich glaube, wir müssen sie jetzt irgendwo finden, aber... Ja, wir lassen erstmal Pokéliga sprechen. Oh ja, das ist der Screen vor dem Stadttor. Oh, an dieser Stelle muss ich, glaube ich, einfach mal auch eine Entschuldigung in Richtung Rufus loswerden, weil wir ihm ja im Verlauf der Deponia-Trilogie schon sehr, sehr übel mitgespielt haben. Wir hatten ja gedacht, so, was finden wir denn besonders lustig, wenn wir schon ein lustiges Spiel machen? Und besonders lustig ist es ja auch immer, wenn sich jemand wehtut. Deswegen haben wir hier auch rechts dieses Kaktusfeld reingezeichnet, das Rufus da schon ausgiebig erforschen durfte. Der mechanische Bull ist natürlich die zweite Sache. Und möglicherweise passiert auch später, oder vielleicht ist es euch auch schon passiert, etwas mit der Autobatterie, dieses Fax hier im Vordergrund und der Batteriesäure, die dazu gehört. Also in aller Form, Rufus, Entschuldigung für diese Rosttour, die wir da auferlegt haben bei den Arbeiten an Deponia. Also zunächst mal entschuldigen bitte privat, jetzt nicht hier, wenn die User zuhören, das kaufe ich nicht, da reden wir nochmal in Ruhe drüber. Ich bin an dieser Sache hier, wenn ich das erzählen darf, auch ein bisschen selber schuld. Ich bin um eine Anregung gebeten worden, wie dieses Setting aussehen soll. Und ich habe dann den Tipp gegeben, vor der Polizeiwache von Kommissar Hunter in den lustigen Taschenbüchern. So in der Art, diese beiden Lampen an der Seite mit diesen Treppchen. Und dann hat irgendjemand mich verarschen wollen und hat dann ein Foto vom Hobbyraum meines Vaters gefaxt. Und so sieht es auch aus. Es ist verblüffend. Ich habe einen richtigen Schreck gekriegt. Und es war auch ungefähr so angenehm wie meine Besuche im Hobbyraum meines Vaters. Ja, schade, dass wir die Szene mit dem Hobbyraum tatsächlich auch weggekürzt haben. Das gehört ja auch ein bisschen zur Vorgeschichte. Aber vielleicht wäre das mal tatsächlich Material für ein Prequel. Du willst mich nicht verstehen. Wir haben die nicht weggelassen. Ich habe genau das auch dann erleben müssen. Ja, aber fürs Spiel. Sogar die Autobatterie ist von der gleichen Marke. Also es hätte nicht Not getan, das so genau zu befolgen. Aber jetzt ist es ja nun auch nicht mehr zu Ende. Ja, zu spät. Okay. Autobatterie und Kakteen. Ja, da sind wir reingefallen. Gut, gucken wir uns das Ding mal an. Verschlossen. Wahrscheinlich lässt sie sich von innen öffnen. Von innen? Hier, Trucktür. Na toll, die Karre ist Schrott, aber das Schloss funktioniert noch. Und wir haben nichts im Inventar, okay. Hier haben wir den Bullen. Okay. Schwarzes Brett. Frau Hinkel vermisst ihren Dackel. Ach, der findet sich schon wieder ein. So viel Kerosin war ja jetzt auch nicht in der Turbine. Lobo sucht eine neue Hängematte. Die alte war ja auch nicht feuerfest. Inspektor Gizmo sucht Hinweise auf den Tunneleinsturz in Sektor 17. Hoffentlich guckt niemand hinter die Sporthalle. Jorge hat ein junges Kalb abzugeben. Zum Glück war er schon immer etwas kurzsichtig. Jorge? Der Name sagt mir was. Frau Hinkel vermisst ihren Dackel. Ach, der findet sich schon wieder ein. So viel Kerosin war ja jetzt auch nicht in der Turbine. Jetzt kommt wieder dasselbe Zeug. Okay. Hier geht's wahrscheinlich... Nö, hier geht's nicht runter. Machen wir Hotspots. Ah, hier haben wir die Scheibe. Die Scheibe ist völlig verdreckt. Dahinter hängt ein Schild. Vielleicht der Name des Fahrers.
Das könnte alles heißen. Mhm. Ja, nichts, um die einzuschlagen oder zu reinigen, ne? Freigegeben ab 6? Wie langweilig ist das denn? Ja, das sagst du jetzt, Rufus. Toro! Hey, Toro, hab ich gesagt. Wenn überhaupt, hat ihn das nur noch mehr gelangweilt. Ja, weil du da aufsteigen sollst. Toro! Hey! Okay. Wenn überhaupt. Gut, dann gehen wir eben mal zum Dorfkern. Uiuiuiui. Was ist denn hier los? So einen Andrang am Rathaus hat es nicht mehr gegeben seit der Bürgermeister eine Steuer auf mangelndes politisches Engagement erheben wollte. Okay. Aber mit denen interagieren können wir nicht. Okay, wir lassen erstmal wieder Poki sprechen. Und wieder ein großer und schwieriger Screen. Das ist ja quasi der Verteiler-Screen. Und auch zu diesem Screen gab es wieder ein frühes Scribble von mir, das ich noch sehr gut im Kopf habe, wo ich auch tatsächlich die Optik der Häuser etabliert habe. Darauf bin ich mich dann stolz, dass ich halt irgendwie gesagt habe, diese beigen Fassaden mit den goldenen Dächern. Da hatten wir uns übrigens im Vorfeld sehr viel Gedanken zu gemacht, der Micha und ich, und haben gesagt so, ja, woraus bauen die sich jetzt eigentlich ihre Häuser, und haben tatsächlich so eine Art Abrissbagger, so Kräne, so Müllbeseitigungsfahrzeuge, riesige, haben wir konzipiert. Und die dann auseinandergenommen, und die Einzelteile von diesen Baggern, die man nie irgendwo sieht, die haben wir hier verwurstet, damit sie für die Dächer der Häuser herhalten. Das finde ich doch schon ziemlich spannend und lustig. Auch hier in diesem Screen gab es einen kleinen Kampf zwischen mir und dem Bade, meinem Head of Game Design, der die ganze Flut von Ausgängen und insbesondere den Ebenenwechsel nach vorne in Richtung Tonis Laden rechts im Bild zu sehen oder nach links oben zum Wasserturm und so weiter. Das hat uns scripting-technisch so viel Mühe gekostet, das halt sauber einzuarbeiten, dann so die Laufwege so lang und so weiter. Und der hat immer die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und gesagt, so, okay, das kannst du nicht bringen, dieser Screen, der ist einfach vollkommen furchtbar. Ich wollte halt erzählerisch und inhaltlich, wollte ich halt auch diese Totale einfach haben. Also diesen großen Verteiler-Screen, der quasi wie eine Karte fungiert, aber eben doch einfach ein Screen innerhalb der Erzählung ist. Und da habe ich mich mal durchgesetzt. Ich weiß gar nicht, ob das unbedingt zum Besseren des Spiels gewesen ist. Eigentlich soll ich ja immer auf Bade hören. Okay, er hat uns jetzt also schon verraten, dass hier Tonis Laden ist. Oh shit. Die wird sich ziemlich freuen, dass wir wieder da sind. Okay, ja, es gibt wirklich sehr viele Durchgänge, Sachen, mit denen wir interagieren können. Darüber lassen sich die Häuser mit Wasser befüllen oder mit flüssigem Stickstoff, je nach Fluchtplan. Nee. Sag bloß, da kommt er wirklich ran. Ah, okay. Aha, okay. Das Ding läuft einmal um das Gebäude rum. Der Hahn des Wassertanks. Okay, jetzt haben wir irgendwas hier reinlaufen lassen. Gehen wir mal wieder zurück. Das Rohr hier, okay. Hier geht's in die Gasse. Was ist das denn für ein Ding? Irgendwas anderes hier oben? Na gut, machen wir doch mal Hotspots. Oh, wir können hier zum Fenster reingucken, okay. Schornstein. Notrufsäule, oh. Ich würde sagen, wir stellen uns erstmal wieder hier auf den Platz, direkt vor die Gasse. Naja, die Wege sind wirklich lang. Man müsste ja wenigstens noch die Laufgeschwindigkeit verändern können, aber naja, gut. Gut,
an der Stelle mache ich jetzt erstmal wieder einen Cut und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Dann werden wir hier mal das ganze Ensemble untersuchen. Vielleicht auch mal wieder in Tonys Laden gehen. Bis dahin. Tata!